Hallo, du liebe Jungfrau, und herzlich willkommen bei deiner Legung für den November 2024. Die Legung ist für dich, wenn du die Jungfrau im Sonne, Mond, Aszendent oder in der Venus hast. Und du kannst natürlich auch für dein Gegenüber schauen. Und Zeit ist fließend, es können Dinge bereits ab Mitte, Ende Oktober auf dich eintreffen oder auch verspätet in den November hinein. Und es ist eine Kollektivlegung, auch hier, es können Botschaften auf dich zutreffen, muss aber nicht. Sollte aber schon etwas für dich mit dabei sein, da ich es direkt für die Zuschauer auch ausgelegt habe. Und du kannst auch eine persönliche Legung bei mir buchen. Ist alles verlinkt unter dem Video. Wenn du auf mehr Ansehen klickst, dann kannst du deine Legung buchen auf meiner Webseite www.seelentalk.de. Okay, dann fangen wir mal an. Also, liebe Jungfrau, was haben wir denn hier in der momentanen Energie drin? Oh, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus, ne? Also, du hast hier schon erkannt, du weißt, du kannst hier dein Leben kreieren. Du bist hier nicht mehr so in diesem Machtlosigkeitsgefühl, sondern du weißt, okay, ich bestimme. Ich kreiere, das ist schon mal sehr gut. Was haben wir hier denn in der Herausforderung? Na, da haben wir die Gefühle sind hier ein bisschen in der Herausforderung. Vielleicht auch die Partnerschaftsdehn, entweder in Bezug zu einer anderen Hauptperson oder eben generell Partnerschaftsthemen mit den Gefühlen. Da liegt momentan die Herausforderung drin. Entweder, wie gesagt, ist das eine andere Person, die sehr fühlig ist und sehr sensitiv ist und dass du damit vielleicht so ein bisschen überfordert bist, auch hier und da als Jungfrau, ne? So, dann haben wir hier die 9 der Schwerter und den Park. Ja? Das heißt, in der Vergangenheit haben wir hier ein starkes Zerdenken, Kopfzerbrechen, sehr viele Gedanken machen, was eigentlich auch ganz gut so zu der Jungfrau-Energie passt, weil da dieser Perfektionismus sehr stark drin ist. Man möchte nichts falsch machen. Und das wurde das anscheinend auch irgendwie. Hast du das wiedergespiegelt bekommen vom Außen? Ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass du das auch wahrgenommen hast und dass jetzt nichts Neues ist für dich. Ja? In der Zukunft haben wir hier die Sonne mit dem großen Glück, aber dennoch immer wieder die Zweifel hier und da. Ne? Die Zweifel sind trotzdem irgendwie immer noch da. Gucken wir mal weiter, woran es da liegen kann. Ja? Schauen wir mal ins Bewusstsein rein. Da haben wir momentan die inneren Kindthemen drin zu liegen und das Thema Entscheidungen. Das heißt, sind hier Themen aus der Kindheit, wo du aber auch weißt, wo du vielleicht, ja, vielleicht deswegen auch die Herausforderung hast, Entscheidungen zu treffen, weil du vielleicht Angst davor hast, die falsche Entscheidung zu treffen. Das wäre zum Beispiel auch so ein typisches Thema, ja. So, im Unbewusstsein haben wir die 5 der Kelche und den Reiter. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen die Verdrusstheit, auch den Fokus darauf, ja, vielleicht, also den Fokus darauf zu haben, was man nicht hat, ne, ist so ein bisschen diese 5 der Kelche. Ja, man kann sie jetzt hier nicht so ganz sehen, die Karte. Guck mal, kann ich sie ein bisschen höher legen? So, genau, so ist, glaube ich, besser. Da ist so ein bisschen der Fokus drauf, naja, was habe ich denn jetzt nicht alles, was ist jetzt nicht da? So ein bisschen, ja, darauf zu achten, wo hast du deinen Fokus drauf, ja? Weil da, wo du deinen Fokus hast, dahin fließt auch unsere Energie. Der eigene Einfluss haben wir hier noch Verletzungen auf der Herzebene, von der Gefühlsebene aus. Auch hier, das passt natürlich wieder, dass man sagt, dass du vielleicht sagst, ey, ich habe hier Angst, verletzt zu werden. Ich möchte jetzt nicht hier, auch hier sind sogar 2 Karten gefallen. Ich möchte jetzt nicht diese Richtung einschlagen oder ich traue mich nicht. Ne? Hier sind 2 Karten gefallen. Wir haben hier einmal Einfluss vom Außen, das Gericht, 7 der Stäbe und der Mond. Es geht darum, du darfst auf deine eigene Verbindung hören, auf deine Intuition, auf dein höheres Selbst, ja. Und auch wenn andere diese Entscheidungen oder diese Sache nicht wahrnehmen können, dass du trotzdem bei dir bleibst, ja. Denn wir haben hier nochmal die Seele drin liegen. Es geht hier darum, dass du in Kommunikation mit deiner Seele bist, ja. Es kann sein eben, weil wir sind ja bei den äußeren Einfluss, dass das so von außen, ja, versucht wird zu verhindern, ja. Dass du da nicht in deine Kraft kommst, dass du abgelenkt wirst, etc. Dann haben wir hier die Königin der Stäbe. Hoffnung und Befürchtung und die Blockade. Das heißt, irgendwo entweder möchtest du selbst in diese Königin der Stäbe-Energie reingehen, dieses Temperament, diese Lebensfreude haben, aber irgendwas blockiert dich, ja. Oder es ist vielleicht, kann auch eine andere Person sein, die so ein bisschen zu temperamentvoll für dich ist, wo du vielleicht nicht so gut mit umgehen kannst, ja. Als Ergebnis haben wir Königin der Schwerter und das Haus. Das heißt, diese Königin der Schwerter-Energie bringt dir hier Stabilität. Das kann natürlich auch du selbst sein. Wir haben, interessant finde ich, dass wir hier die 3 Königinnen hier drin zu liegen haben. Ja? Wir haben hier einmal die Feuer-, Luft- und Wasserelement. Ja? Und du als Jungfrau gehörst jetzt zu den Erdelement, haben wir bis jetzt gar nicht hier drin zu liegen. Das heißt, es geht anscheinend eher darum,
dass du mit den Wasserelementen eine Flexibilität mitbringst, mit den Feuerelement Schritte gehst, mutig bist und mit den Wasserelement trotzdem die Gefühlsbasis, die Empathie, das Mitgefühl, die emotionale Intelligenz ja nicht vernachlässigst, ne? Sondern dass das alles so ineinander spielt. Und ich habe das Gefühl, so, was ich gerade durchkriege, ist, dass du diese Erdenergie nicht brauchst, weil du sie ja eh in dir trägst als Jungfrau. Ja, also sehr interessant. In Zukunft kommt hier eine Stabilität rein. Allerdings darfst du dafür, musst dafür flexibel sein. Also du darfst dafür flexibel sein, offen sein, mutig sein. Also die Dinge sind hier sehr stark in Bewegung. Schauen wir jetzt nochmal unter den Kartendeck, hatten wir nämlich Page der Kelche und den Anker. Das kann ja auch eine Arbeitssituation sein. Ja? Vielleicht geht es darum, dass du die eine oder andere Person arbeitlich irgendwie da nicht so ganz so zufrieden bist und du irgendwas Neues suchst. Der Page der Kelche sagt mir hier, bleib bitte weiterhin naiv, im positiven Sinne gemeint, weil das ja auch was mit Manifestation zu tun hat. Man sagt ja dazu mal so, Delulu sein, ja, sagt man ja ganz gerne. Bleib bitte weiter naiv, denn du kreierst hier von deinem Herz aus. Ja, gibst du das nach oben ab? Das heißt, bitte bleib hier weiterhin, halt an deinen Träumen fest, lass es dir hier nicht irgendwie von anderen oder vom Außen schlecht reden, auch wenn es im Außen nicht so aussieht. Die Dinge kommen hier auf dich zu. Ja, sehr interessant. So, ich hätte jetzt nochmal gerne hier mit diesen Zusatzkarten noch für die Jungfrau im November. Was darf ich da noch mitgeben für die Jungfrau im November? Abschluss. Also es geht hier etwas zu Ende. Ne? Und Abschlüsse sind nicht immer unbedingt negativ. Zu Ende gehen kann auch, weil die Karte jetzt auch hier, ne, bei dem Herzen liegt, dass du jetzt mal hier mit den Alten das Alte abschließt, das Alte loslässt, die alten Erfahrungen und dich für neue Erfahrungen öffnest. Ne? Und ich sage, ja, aber vor 5 Jahren, da hat die mich schlecht behandelt oder eher, ne? Sondern dass du da wirklich für dich in einen neuen Zyklus einsteigst. Und wir haben hier im Schatten sind die verborgenen Schätze Irrlicht, ja. Manchmal ist es wichtig, nicht manchmal, sondern es ist wichtig, dass wir durch diese Schattenphasen gehen, wo wir nicht sehen, wie geht es jetzt weiter, was kommt da auf mich zu, dass wir eben das Vertrauen, dadurch, dass wir dann ins Vertrauen gehen, können eben diese Schätze zu uns kommen, ja. Bloß wenn wir immer alles kontrollieren wollen, das ist auch ein Jungfrauenthema, Kontrolle, wenn wir immer alles kontrollieren wollen, aus der Angst heraus, dann können eben kann das Universum die Schätze nicht zu uns bringen, ja. Genau, also sehr interessante Legung. Ich hoffe, du konntest da für dich was mitnehmen, liebe Jungfrau. Du kannst gerne mir folgen, damit du die Legung für Dezember nicht verpasst. Ansonsten gerne auch ein Herzchen, Daumen nach oben da lassen, Emoji in die Kommentare. Kommentar in die Kommentare ist einfach eine schöne Wertschätzung für mich. Und ich wertschätze natürlich auch, dass du bis hierhin dran geblieben bist.